Mir fehlen echt die Worte, Leute, also ganz im Ernst. Das Krasse ist, das ist der Köder. Kann man wahrscheinlich nicht sehen, ich mache gleich nochmal Detail. Das ist mein allererster Fisch überhaupt auf einen reinen Fake-Food-Köder, bestehend aus zwei Fake-Maiskörnern. Und guckt euch mal diese Maschine an hier. Das ist eine krasse Nummer. Jo Leute, herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode Bank Office von und mit Chris Verpaschmanns. Ihr schaut zu, ich arbeite am Wasser. Ne, nicht ganz so. Tatsächlich ist es ja so, dass ich mein Angeln normalerweise dokumentiere. Also ich gehe angeln, filme das Ganze und nenne das dann Arbeit. Also ist ja auch irgendwie Bank Office. Aber diesmal ist anders. Also ich habe hier den Kollegen natürlich am Start, ausreichend Akkulaufzeit, hier meine schicke Box als Tischchen und ich habe so viel zu tun. Richtig, am Computer. Und das kann ich natürlich auch vom Wasser. Im Grunde bin ich ganz spontan losgefahren. Es ist Anfang April. Das Gewässer heißt Noisette. Okay, keine Sorge. Alle Infos packe ich natürlich in den Text unterm Video. Mein Französisch ist jetzt nicht gerade exzellent. Auf jeden Fall ein kleiner, privater Baggersee aus dem Carpa-Sense-Komplex. Mein guter Kumpel Olivier, der Besitzer, hat mir den See empfohlen und mich eingeladen. Und das Gewässer ist wirklich schön, dabei überschaubar. Und das Allerbeste daran ist, der See gehört komplett mir, ganz alleine. Denn er kann nur exklusiv von maximal zwei Anglern gebucht werden. Und da ich solo unterwegs bin, naja, es ist mein See. Ein kleiner Traum vom Privatsee wird hier jedenfalls gerade wahr. Und ich habe noch zwei Nächte Zeit. Gestern bin ich auf jeden Fall hier angekommen und habe meine Routen erstmal verteilt und ja, versucht, ich sag mal, die Fühler auszustrecken, also verschiedene Bereiche anzuangeln. Ich habe mich hier auf einen von zwei Plätzen, die es am See gibt, positioniert. Es ist der, mit dem ich sag mal, mehr Wasserfläche abdecken kann, also im Grunde mehr Möglichkeiten vor mir habe. Ob das die richtige Entscheidung war, wird sich zeigen. Von dem anderen Platz aus komme ich zumindest noch, also würde ich theoretisch noch in so eine Bucht reinkommen, die ich von hier aus überhaupt nicht erreiche. Und die habe ich gestern auch mal abgerudert und die liegt schon auch krass voll mit Totholz. Ne? Und da kommen wir jetzt auch zur Besonderheit an diesem Gewässer. Das ist eine Sache, die ich hier total schätze. Es ist halt nicht einfach nur so ein Loch im Boden mit einem Haufen Karpfen drin oder so. Also kein Carpodrom oder Runswater oder sowas, sondern es ist halt einfach ultra geil. Also wenn ich mir einen Privatsee vorstellen würde, der bei mir im Garten liegt, dann wäre das sowas wie das hier. Also ein Gewässer, ja, strukturiert, teilweise starke Uferkanten, teilweise flach auslaufen, Schilf am Ufer, richtig viel Totholz hier drin. Also hier liegen, also direkt zu meiner Rechten in so einer kleinen Bucht, hier liegt alles voll mit Totholz. Da liegen komplette Bäume drin, zu meiner Linken genauso und überall sonst am Ufer gibt es immer wieder Bereiche, wo halt Holz liegt. Und das macht das halt hier sehr, sehr interessant. Ne? Das heißt, der See hat im Grunde, ich glaube, 1,5 Hektar sind es. Der hat nur 1,5 Hektar, aber ich könnte hier wirklich easygoing 10 Routen positionieren. Und ich glaube, jede würde so liegen, dass es interessant ist. Und ich hätte trotzdem noch die Möglichkeit, 10 weitere zu positionieren. Also an Spots mangelt es hier nicht. Und ich habe gestern die Routen positioniert. Und ja, es waren so ein paar, ich sag mal, offensichtliche Hotspots direkt dabei. Da war zum einen hier direkt neben mir, wie ich schon sagte, diese Bucht mit dem ganzen Totholz. Da liegt natürlich eine drin. Und auf der gegenüberliegenden Uferkante habe ich zwei Fische rollen sehen. Ich bin mir nicht sicher, ob es vielleicht auch große Schleien waren, aber ich habe auch dort eine Route positioniert. Und eine weitere ist ja, nach links rausgegangen und dort im Grunde sehr, sehr dicht vors überhängende Holz auf sehr freiem Boden vor so einem Algenfeld, wo es dann aber um die Kurve in die andere Bucht geht. Also so eine klassische, ich sag mal, perfekt positionierte Route auf einer Zugroute, wenn die Fische denn in Bewegung sind. Ja, und habe mir dann abends noch was zu essen gemacht, bin hier irgendwie so ein bisschen runtergekommen und habe mich dann noch relativ früh abgelegt, war schon echt auch hart müde. Und ja, gearbeitet habe ich vorher tatsächlich auch noch, das sollte ich vielleicht erwähnen, also ich habe auch schon was gemacht. Und ja, es muss so gegen, ja, ich glaube, 11:30 gewesen sein, also noch gar nicht weit in der Nacht drin.
dass die rechte Route, also direkt zu meiner Rechten in dieser Bucht, sich komplett nach rechts geneigt hat. Ich habe die Bremse dazu, habe so eine Bleitasche da hinten drauf gestellt, damit die nicht von den Halterungen gerissen werden kann. Und die liegt halt da pressverholzt. Ne? Und ich bin hin und habe mich halt direkt da reingelehnt und dann gab es auch richtig geile Kopfstöße, aber im Grunde keine Fluchten. Sie hat dem auch keine Schnur gegeben. Ich mache dann immer hinten die Rücklaufsperre auf der Rolle, sodass ich ihm gegebenenfalls eben backwinden kann, dem Fisch wirklich nur sehr, sehr rationiert Schnur geben kann für den Fall, dass es denn nötig ist. Und dann kam tatsächlich schon der erste Fisch in den Kescher und es war ein sehr, sehr schöner Spiegler mit deutlich über 15 Kilo. Im Grunde war das ein ziemlich geiler Start. Faktisch ja ein Fisch am ersten Tag. Das gilt ja noch als Tag der Ankunft, also damit kann ich mehr als happy sein. Und jetzt ist das Dilemma hier wieder angesagt, das Typische. Ich habe einiges zu tun, mein Computer steht hier auf meinem Tisch hin, der Kaffee fließt, wie es sich gehört, aber ich will es optimieren und im Kopf her bin ich natürlich trotzdem wieder am Fisch und überlege, was kann ich als nächstes machen, wie kriege ich die anderen Routen ans Laufen. Jetzt habe ich eine Route, in die ich Vertrauen habe, die anderen Routen sind noch nicht gelaufen, es ist der erste Morgen, wir haben jetzt wahrscheinlich 9:30, was kann ich tun, damit das funktioniert? Und jetzt werde ich mich erstmal noch ein bisschen gedulden, werde die Zeit nutzen, um zu arbeiten. Und dann werde ich mich mal so ein wenig in die Session reinentwickeln. Eins ist klar, kleine Gewässer, und das hier ist ein sehr kleines Gewässer, sind immer tricky. Die Fische bemerken es sofort. Ich muss hier ein Boot benutzen, sonst kann ich nicht im Holz ablegen. Die Fische bemerken es sofort, wenn du da bist. Und natürlich ist das eben auch ein Gewässer. Kommerzielles Gewässer kann gebucht werden, privat ja, aber trotzdem, ich denke mal, dass hier jede Woche geangelt wird. An einem der beiden Plätze auf jeden Fall. Und das sind natürlich Dinge, die man mit einbeziehen muss an Seen wie diesen. Und ich muss sagen, das ist es ehrlicherweise, was mir hier auch Spaß macht, noch zusätzlich. Ne? Was mir überhaupt Spaß macht an der Angelei, an kommerziellen Gewässern, ist eben die Tatsache, dass die Fische hier echt komplett anders ticken als am heimischen Baggersee, sag ich mal. Wo der Angeldruck vielleicht da und messbar ist, aber bei weitem nicht vergleichbar mit dem, was hier passiert. Egal. Ich muss mich noch nicht beschweren, alles ist gut und das Allergeilste ist doch, hey, ich habe einen kompletten See für mich alleine. Moch, was gibt's denn bitte für ein geileres Büro als das, oder? Jo, ich habe gerade meine Route eingeholt. Mir ist heute Nacht aufgefallen, dass hier extrem viele Krebse im Flachwasser waren. Das ist teilweise echt sehr felsig hier, sehr kiesiger Boden und die Krebse waren hier wirklich direkt vorne am Ufer. Und als ich heute Nacht den Fisch hatte, ist mir schon aufgefallen, dass zumindest der Pop-Up so ein bisschen angenagt war. Und jetzt habe ich mal eine eingeholt, um das zu kontrollieren. Die hing auch noch, also ich musste mit dem Boot raus die gerade holen, aber die ist mal komplett zernagt worden. Ich zeige das gleich nochmal im Detail. Also rein theoretisch wäre der Köder so noch fangfähig gewesen. Aber ist natürlich ungeil. Also ich kann mir vorstellen, dass die Ruten gar nicht mehr wirklich angeln gerade. Und die werde ich jetzt mal alle nach und nach anständig kontrollieren. Und ich habe leider keine Tigernüsse dabei. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Das wäre natürlich jetzt sehr, sehr einfach, Tigernüsse mit Fake Food zu kombinieren. Ich hatte aber einfach keine Zeit, welche vorzubereiten und hatte auch keine mehr fertig. Insofern wird es wahrscheinlich auf Boilies den Super Wrap hinauslaufen. Jo. Stopp. Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache, aber auch in eurer Sache. Ich hau was raus, ich will wieder ein Gewinnspiel hier machen. Das habe ich im Video selber vergessen. Und es gibt einen coolen Anlass dafür. Korda hat die Dark Camo Luggage Serie, also Taschenserie, rausgebracht in einer richtig coolen Farbe. Und ich habe drauf gewechselt, größtenteils zumindest. Und haufenweise von meinem Stuff in Top-Zustand ist damit verfügbar. Was mache ich also damit? Ich hau das hier raus. Und zwar habe ich zu verlosen Folgendes. Schaut mal. Eine richtig geile Routentasche, 12 Fuß für 3 Routen, fully padded, richtig geil das Ding. Ich habe es jetzt ausgetauscht in Camo, weil es mir einfach besser gefällt, muss ich ehrlich sagen, aber das Ding hat mir immer gute Dienste geleistet. Also ein Gewinner, Routentasche. Noch was, ein 45 Liter Rucksack. Das Ding ist der absolute Hammer, der Zustand ist auch top. Ich habe ihn ausgetauscht, weil es mir einfach besser gefällt, wie gesagt, aber der hier hat mir immer perfekte Dienste geleistet. Super Teil. Außerdem eine Utility Bag, super praktisch das Ding, kann man alles Mögliche reinwerfen. Ich nehme sie auch ganz gerne, um mein Essen zu transportieren für einzelne Nächte. In der Olivenfarbe und ich hau einfach nochmal eine auch in der Dark Camo Farbe dazu. Sind also 2, jeweils ein Gewinner. Und
zu guter Letzt, weil ich es einfach so praktisch finde und zwei davon habe, diese Tasche hier. Die ist thermoisoliert, die ist perfekt für Köder, aber auch gerade jetzt im Sommer richtig geil für Getränke geeignet. Ja genau, also was suche ich? 1, 2, 3, 4, 5 Gewinner. Was müsst ihr tun, um daran teilzunehmen? Unterstützt mich dabei, den Kanal hier aufzubauen. Lasst mir mal ein Abo da, läutet die Glocke. Lasst mir mal ein Like da und schreibt vor allen Dingen mal in die Kommentare, was davon euch hier am besten gefallen würde und wie ihr das Ganze einsetzen würdet. Vielen Dank, weiter geht's. Gesagt, getan. Eine Route allerdings platziere ich nur mit Fake Food als Köder und mit etwas Dosenmais als Beifutter. Ich lege sie vor einen Busch, der recht weit überhängt und im Grunde die beiden Seeteile voneinander trennt. Hier geht es in die Bucht hinein. Mega Spot. Kaum liegt die Route, meldet sich doch tatsächlich der Receiver. Was für ein ungünstiger Zeitpunkt für einen Biss. Ja, komm rein. Ja, komm. Yes. Puh. Hammergeil. Alter. Krasse, krasse Nummer. Boah, ein richtig geiler Fisch, ey. Puh. Alter, was eine Aktion wieder. Ich hatte die Route gelegt. Ich bin hier mit das Ufer lang gefahren, ja? Und habe unter einem Busch, den ich von meinem Spot aus eigentlich gar nicht so richtig beangeln kann, einen Fisch gesehen. Einen kleineren Schuppi. Aber einen Fisch gesehen. Und ich habe die Route dann mit dem Popper platziert. Wirklich nur eine Handvoll Dosenmeister drüber. Zwei, drei gecrushte Boilies. Ein washed out pinken Pop-Up. Und bin zurückgerudert und habe die dann über so eine Astgabel umgelenkt. Im Grunde kann monofiler Schnur kann an Holz ja erstmal grundsätzlich nicht viel passieren. Und dieser Ast gibt da so ein richtig geiles V vor. Also habe ich die Route da einfach drüber umgelenkt. Und bin zurückgerudert, habe die abgelegt und wollte dann los die nächste Route legen. Und bin gerade natürlich unterwegs, meilenweit weg vom Spot und kriege einfach einen Dauerglüher. Und es war schon klar, welche Route das sein muss. Ja, geil, ey, hat gut funktioniert. Hab die Route aus dem V rausgeholt, also aus dem Umlenker rausgenommen, total entspannt und konnte mich dann auf den Fisch zu drillen, der im Freiwasser war und auch nicht in dieses Hindernis da hinten reingegangen ist. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass der Druck aus der richtigen Richtung kam, dank des Umlenkers. Geil, alles gut gegangen. Sehr, sehr nice, ey. Boah, ist ein schöner Fisch, auf jeden Fall ganz, ganz weit über 15 Kilo der Gute. Yes! Hier ist der Kugelfisch. Geil. Aber das war jetzt tatsächlich auch wieder genau mein Angel. Ich habe Fische gefunden, da eine Route abgelegt, effektiv mit einer Falle. Die hat zugeschnappt nach wenigen Minuten und ich konnte einen Fisch fangen. Naja, das hält mich ein bisschen vom Arbeiten ab, muss ich sagen. Aber gerade ist es mir tatsächlich wichtiger, am Fisch zu sein. Sehr, sehr geil, ey. Natürlich verschwende ich keine Zeit, die Route wieder ins Rennen zu bringen. Die Sache mit dem Umlenken hat sofort geklappt. Und das gibt natürlich Vertrauen, nicht nur in den Spot. Zu meinem Köder gebe ich nur ganz wenig Beifutter. Etwas Dosenmais, ein paar wenige Boilies verteilt im Bereich des Busches. Den Köder selbst platziere ich genau an der Kante. Job done. We'll be right back.
Jo, mittlerweile ist Nachmittag. Also, das ist so typisch, ne? Die Zeit vergeht so schnell am Wasser. Ob man nun was macht oder nicht. Und ehrlicherweise ist es mir irgendwie zu ruhig. Ich habe jetzt alles entsprechend angepasst. Also die eine Route liegt natürlich wieder da, wo sie eben den Fisch gebracht hat, eben vor ein paar Stunden. Entsprechend umgelenkt über dieses Holz. Und die anderen Routen habe ich jetzt auf diese Krebsaktivitäten angepasst. Ich angel jetzt mit Ködern, die ich in Super Wrap, also in einem Schrumpfschlauch, vor Krebsen schütze. Und mit Fake Food statt Pop-Ups. Einfach deshalb, weil die Kollegen da natürlich nichts mit ihren Scheren anrichten können. Und insofern bin ich auf der sicheren Seite. Ist immer ein komisches Gefühl, irgendwie mit diesen Super-Rap-Ködern zu angeln, aber in der Vergangenheit hat das immer super funktioniert und es gibt auch eigentlich nichts, was dagegen spricht. Also so ist es besser, als diese Ungewissheit zu haben, ob der Hakenköder überhaupt noch effektiv ist, ob das Rig überhaupt noch angelt. Genau, außerdem bin ich hier mal ein bisschen ans Ufer abgelaufen und hier und da, wo ich konnte, mal so richtig ins Holz reingebrochen und habe da mal mit der Polbrille geschaut und es ist echt interessant zu sehen. Also es ist dieses Phänomen, was du eigentlich grundsätzlich in dieser Jahreszeit hast. Eigentlich das ganze Jahr, um ehrlich zu sein. Die Fische stehen wirklich press im Holz. Also ich konnte selbst hier, wo ich die Nacht den Fisch gefangen habe, direkt in der Bucht hier vor meinen Füßen, konnte ich zwei Fische sehen, die wirklich auf, ja, ganz sandigen, hellen Flecken in vielleicht gefühlt 70 cm Wassertiefe standen. Ich habe es verscheucht, blöderweise, weil das Wasser doch ein bisschen trübe ist und die Fische nicht so gut wahrzunehmen sind. Ich bin dann doch ein bisschen zu nah daran gekommen. Ja, und die stehen wirklich fast auf Land. Das heißt, im Grunde müsste ich, wenn ich dort jetzt einen Fisch fangen wollte, die Rute wirklich ins Holz legen und zwar komplett da rein auf diese hellen Sandflecken, wo sich die Fische wirklich aufhalten. Das ist leider ganz typisch. Wenn die keinen richtigen Bock haben, kommen sie nicht da raus. Und ich habe eben mit Olivier geschrieben, dem Besitzer des Gewässers. Und der meinte zu mir, zwei Fische ist cool, super Start, passt alles. Vergangene Woche hatten wir minus 7 Grad nachts, also es war richtig kalt. Das Wasser hat an der Oberfläche 10 Grad aktuell. Das war schon bei über 12 Grad, also die haben halt so einen richtigen Dämpfer bekommen. Und werden jetzt wahrscheinlich so langsam wieder wach, weil endlich kommt der Frühling in den nächsten Tagen. Es ist nachts eigentlich immer über 5 Grad warm und tagsüber auch über 12 Grad. Jetzt, wo es so krass zugezogen ist, wird es natürlich ordentlich kühl. Aber ja, da kann noch was gehen. Zwei Nächte habe ich noch. Ich denke, dass ich das ganz strategisch angehen werde und noch eine Nacht hier an dem Platz bleiben werde und dann für die letzte Nacht, die ich habe, in den anderen Seeteil move. Es ist, wie gesagt, ein sehr, sehr kleines Gewässer, aber genau deshalb wird sich der Angeldruck auf die Fische ganz krass auswirken. Da bin ich mir ganz sicher, die kriegen das genau mit, dass hier was passiert, dass hier Lärm ist, dass hier Fische gefangen werden, dass ich mit dem Boot drauf bin und so. Und ich denke, es ist sehr, sehr clever, dann genau in dem Areal zu fischen, wo ich bisher noch nicht geangelt habe. Und das ist ein guter Plan, schätze ich. Naja, schätze ich, weiß ich, das muss ein guter Plan sein. Genauso wird es gemacht. Außer es eskaliert jetzt hier völlig noch an dieser Stelle. Aber da hinten von dem Platz habe ich auf jeden Fall die Möglichkeit, ganz, ganz tief hinten rein in die Bucht zu angeln. Und da war ich heute auch gucken und habe zwei Fische gesehen und aufgewühltes Wasser gesehen. Da ist definitiv schon was los und das wundert mich ganz und gar nicht an so einem Gewässer wie dem hier. Also, es wird wieder darauf hinauslaufen, dass der Herr Paschmann so wie immer den Fischen hinterherjagt, statt sich einfach mal zurückzulehnen und zu arbeiten. Aber ja, so ist das nun mal bei mir, ne? Und wieder ist es die umgelenkte Rute. Die Schnur kann ich problemlos aus dem Holz befreien, so wie zuvor. Doch der Fisch hängt diesmal fest. Er hat sich im Busch festgeschwommen. Was hier so unbeholfen aussieht, mache ich ganz bewusst. Denn nur so am Ufer fixiert, kann ich deutlich mehr Druck auf den Fisch ausüben und ihn aus dem Holz befreien. Das klappt auch.
Alter, das ist eine Kugel, ey. Das ist ein 20 Kilo Fisch. Krass, Mann. Geile Nummer, ey. Geil, geil, geil. Oh, geil. Was für ein heftig fetter Fisch. Krasse Nummer, ey. Geil, wie das aufgeht da hinten. Und, gebt euch mal den Ranzen an dem Guten hier. Der steht so richtig im Saft, der Kerl. Krasse Nummer. Was für ein geiler Fisch. Chuppi in der 17, 18 Kilo Klasse. Mega, mega geiler Fighter, ey. Der kam so richtig aus dem Nichts gerade. Und der kam wieder auf die Route, die eigentlich direkt vor meinen Füßen in der Bucht liegt. Ich hatte ihn noch mal ein bisschen umplatziert. Ja, und da darfst du keinen Millimeter Schnur geben. Das ist so abgefahren. Aber alles ist gut gegangen. Was für ein wunderschöner Fisch, ey. Wie geil geht diese Session auf. Das eskaliert hier wieder komplett gerade. Oh Mann, oh Mann. Also ich habe jetzt zur Unterstützung noch ein Licht dazu angeschaltet auf der Kamera. Es ist nämlich noch echt früh am Morgen. Boah, ist das Wasser geil. Ja, ich hatte nach dem 17, 18 Kilo Schuppi heute Nacht, was schon absoluter Hammerfisch ist. Jetzt, heute Morgen, in der Morgendämmerung zwei in Folge. Und ich habe es kurz in die Sling gepackt, um das Chaos erstmal irgendwie zu beseitigen. Und präsentiere ich jetzt erstmal den dickeren. Mir fehlen echt die Worte, Leute, also ganz im Ernst. Das Krasse ist, das ist der Köder. Kann man wahrscheinlich nicht sehen, ich mache gleich nochmal Detail. Das ist mein allererster Fisch überhaupt auf einen reinen Fake-Food-Köder, bestehend aus zwei Fake-Maiskörnern. Und guckt euch mal diese Maschine an hier. Ach du Scheiße, als der vom Boot hochkam, war ich mir sicher, das ist ein richtig stabiler 50er. Das Gewicht hat er nicht ganz, aber ist egal. Heftig. Ey, ein absolut geiles Teil. Mir fehlen komplett die Worte, wirklich. Over the moon wird es treffen. Ich bin durch. Wahnsinnsfisch, Mann. Super, super geil, ey. Oh, krasse Nummer. Gebt euch die Proportion von dem Teil. Was? Was für eine Wand von Schuppenkraft. Yes, Mann! Und einer von zwei Fischen heute Morgen. Krass. Okay, kommen wir zum zweiten. Das müssen wir jetzt ganz, ganz quick and dirty machen, weil es fängt gerade voll an zu regnen. Aber einmal muss ich den Hübschen hier in die Kamera halten. Das ist ein Ghostie. So ein Ghost-Koi irgendwie, ne? Definitiv ein abgefahrener Fisch. Auf jeden Fall besonders so einer. Geil. Ah, was für eine Doublette. Was für eine Doublette. Also jetzt ist alles andere nur noch Bonus. Jetzt könnte ich mir eigentlich fast wünschen, ein bisschen mehr Zeit zum Arbeiten zu haben. Naja, egal, nutzt nichts. Der muss wieder ins Wasser. Mache ich das Kamerazeug trocken und dann wird die Route wieder gelegt. Yes! Viel Zeit zum Arbeiten habe ich jedenfalls nicht. Wieder meldet sich die Route am Busch. Tagsüber definitiv ein Topspot.
Junge, 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 gehen die hier ab. Das ist auch wieder perfekt aufgegangen. Es ist auch wieder ein absoluter Prachtfisch. Ich glaube, ich hatte jetzt hier auf 7 Fische noch keinen unter 15 Kilo. Und alle sind wunderschön, makellos, perfekt und charakteristisch. Hammer, hammer, hammer krass. Also, dass es hier so eine Eskalationssession werden sollte, hätte ich mir natürlich nicht träumen lassen. Ach krass. Und geil, dass dieses Spinnerig-Angleiter so perfekt funktioniert. Die Route bringt es auf jeden Fall tagsüber, wo die anderen eher schweigen. Könnte mal eine Dusche vertragen. egal. Ja, das war auf jeden Fall der Köder, auf den ich diesen Fisch hatte. Also zwei kleine Fake-Maiskörner aus der Korda Fake Food Serie und das ist Slow Sinking. Also mit anderen Worten Wafter. Ich habe das dann einem Multicom-Rig angeboten mit einem 6er Wide Gap X, wo ich eben den Widerhaken angedrückt habe, wie immer beim Hindernisangeln. Ja, und das Ganze vor diesem Busch platziert und ja, so 2-3 Hände voll Dosenmais in dem Areal verteilt. Auch immer so ein bisschen ins Holz reingeworfen und von der Schnur weg in die andere Richtung, also in die Bucht rein auch geworfen. Und dann noch 2-3 gecrushte Boosteds dazu. Und ehrlicherweise habe ich die Route mit nicht so viel Vertrauen abgelegt, einfach deshalb, weil ich in diese Fake-Food-Angelei bisher nicht viel Vertrauen habe. Aber das ändert sich jetzt vielleicht. Das war mein erster Fisch überhaupt auf rein künstliche Köder, also nicht auf ein Fake Food als Topper auf einem Boilie oder auf einer Tigernuss oder so, was ich oft mache, um dem Ganzen so einen Farbakzent zu geben und das Ganze auch so ein bisschen auszubalancieren. Ja, und das erste Mal überhaupt, dass ich einen Fisch drauf gefangen habe und dann direkt so einen fetten, also das ist geil. Wie schmeckt das überhaupt? Puh, krass. Die neu gelegte Route. So weit abgelaufen. Hier muss ich richtig aus dem Holz rausholen. Jetzt hoffe ich, dass ich den hier easy kessern kann. Und get in, Alter. Krass. Das ist der nächste. Auch wieder so ein geiler, charakteristischer Fisch. Ganz dunkler Spiegler, wie so eine Robbe geformt, abgefahren. Und noch nicht gerade leicht. Wahnsinnig krass. Also das Learning ist definitiv wie an jedem Gewässer. Wenn du die Fische findest, du siehst sie und du legst dort präzise den Köder ab, dann kann es ganz schnell gehen. Der Biss hier kam nach echt wenigen Minuten. Wahnsinn. Vielleicht ist das echt genau der Fisch, den ich da im Holz gesehen habe. Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Mega, mega krass. Ein weiterer guter Fisch auf der Uhr. Und tatsächlich auch der hier kam wieder auf 2 Körner Fake Food. Funktioniert, ich habe Vertrauen dazu. Da bleibe ich bei, weil dem können die Krebse definitiv nichts anhaben. Geil. Jojo, ursprünglich war mein Plan ja zu moven. Ich wollte eigentlich 2 Nächte hier in dem Spot angeln und dann da hinten in diese Bucht rein moven oder besser gesagt an den Platz links von mir. So dass ich eben in diese Bucht reinangeln kann, in der ich auch am ersten Tag Fische gesehen habe. Und ich habe da auch ein bisschen Futter verteilt. Und ja, eigentlich wäre ich jetzt on the move, obwohl es hier so gut gelaufen ist. Ich hätte von da aus den Platz, wo der Dicke kam, weiter beangeln können. Ich hätte auch den Platz, der die meisten Fische bisher gebracht hat, von da aus weiter beangeln können. Insofern wäre das halb so wild gewesen. Allerdings, spricht da etwas gegen, die Tatsache, dass da mittlerweile andere Angler am Start sind. Am Nachbarsee, also ist hier so ein Riesenkomplex von Gewässern, also ist alles voll mit Baggerseen, wenn man von oben guckt. Und am Nachbarsee sind jetzt 2 andere Angler angekommen, ziemlich dominant zu sehen durch das weiße Auto von hier aus. Und ja, die können da anscheinend auch genau am Ende von dieser Bucht mit einer Route angeln. Und ich bin da eben reingerudert, um nochmal zu gucken, wie es aussieht und mir schon mal Gedanken zu machen, wo ich jetzt meine Route platzieren würde.
Und zum Glück habe ich diese eine Route gesehen, die da bereits drin steht. Und so ein Eimerchen. Ja, also damit ist das hinfällig, weil im Grunde ging es da wirklich nur um eine Route, die ich hätte legen können. Maximal zwei, die ich da hätte reinlegen können. Und eine davon ist jetzt schon weggefallen, dadurch, dass eben eine Route von anderen Anglern da drin liegt. Fair Play, völlig in Ordnung. Ist sicherlich auch deren Recht, da zu angeln. Why not? Und ich kann mich auch nicht beschweren. Um ganz ehrlich zu sein, ist das jetzt auch gar nicht so unangenehm, dass ich ganz entspannt hier hocken bleiben kann. Alles, was jetzt kommt, ist eh absoluter Bonus. Ich habe dennoch nochmal die eine Route, die ich bisher nicht ans Laufen gebracht habe, umgelegt. Das ist eigentlich bei mir immer so ein Ding, wenn ich unterwegs bin auf Tour. Ich versuche, alle Routen ans Laufen zu bekommen. Und wenn es letztlich nur ein Fisch ist, die diese Route dann auch bringt, es kann immer der eine Fisch sein. Und tatsächlich habe ich die jetzt wirklich direkt links von mir genau in die Bucht gelegt und dort sehr, sehr flach auf eine helle Sandfläche sozusagen den Eingang, der da ja in dieses ganze Holz reinführt, das da auch liegt. Da ist auch eine ganze Menge Cover. Und ich habe da tatsächlich auch einen Fisch drin gesehen, gerade einen kleineren Spiegler. Ich denke mal, das ist im Moment hier einfach der Fall. Also es gibt so kurze Aktivitätsfenster, wo die Fische Gas geben. Ansonsten stecken die ganz, ganz tief in diesem Holz drin. Und davon gibt es hier doch auch eine ganze Menge in verschiedenen Seebereichen. Und man kann längst nicht alles einsehen. Und die bewegen sich dann nicht sonderlich weit aus dem Holz raus. Nur halt eben zu diesen Fenstern, wenn es dann rausgeht. Dann wird gefressen und dann bringen diese Ruten am Holz dann auch schon mal ein, zwei Fische. Und darauf hoffe ich jetzt. Ich habe tatsächlich in der Nacht auch genau in dieser Bucht zwei Fische springen gehört. Direkt links von mir. Keine großen Fische, aber das hat nichts zu sagen hier. Und ja, da liegt jetzt eine Rute mit zwei Fake-Food-Körnern. Aufgrund des neu gewonnenen Vertrauens. Jo, gibt zwei Hände Dosenmais mit ein bisschen Smart-Liquid dazu. Als Köder eben diese zwei Fake-Food-Körner, die so richtig schön wie so ein kleiner Wafter vom Boden abstehen. Und das genau perfekt in diesem Futterhaufen. Und ja, zwei, drei Boilies habe ich dann noch gecrushed und drumherum gefüttert für die zusätzliche Attraktion. Das Ganze ist auf jeden Fall krebssicher, gerade da ist es wichtig, denn da ist es sehr flach und sehr sandig und das lieben Krebse. Und ja, mal gucken. So gehe ich in die Sache ran. Das heißt, zwei Ruten liegen mit Fake Food, da muss ich nicht mehr kontrollieren, die werden definitiv gut liegen. Und ja, um den Rest kann ich mich später immer noch kümmern. Es ist jetzt Nachmittag, es wird Zeit für was zu essen. Dann wird es definitiv Zeit, das Notebook mal wieder aufzuklappen und ein paar Seiten wegzutippen. Das ist der Plan. Jo, ratet wer mal hier nass ist bis auf die Unterhose. Aber für den Schuppi hat sich's gelohnt. Ist das eine Schmiere hier. Alles nass. Alles nass. Aber und wie nass. Mal ein schöner Schauer, genau dabei ist einer. Klassiker. Jo Leute, ein harter Cut, ich sitze im Auto, endlich. Naja, eigentlich jetzt auch schon wieder seit 2,5 Stunden, aber endlich insofern, dass ich ganz froh bin, dass das ganze Zeugs bei diesem ekelhaften Dreckswetter im Auto ist. Ich kann mich wirklich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal bei so widerlichen Bedingungen eingepackt habe und ja, bei so widerlichen Bedingungen mein Auto beladen habe. Ich habe mit Sicherheit locker 20 Liter Wasser im Auto. Alles ist einfach mal komplett sicke nass. Nicht schön, aber völlig egal, denn ich hätte mir keine geilere Tour wünschen können. Ich bin da ohne Erwartung rangegangen an die Sache und das ist auch immer gut so, glaube ich. Ich wollte einfach mal wissen, wie es ist, ja, so ein Gewässer komplett für mich alleine zu haben. Und das war eine geile Erfahrung, muss ich sagen. Das Gewässer hat mir auch mega, mega gut gefallen. Es ist ein privates Gewässer, aber es ist halt super anspruchsvolles Angeln. Also das hat es mir wieder gezeigt. Ich musste die Fische suchen. Ich musste ja wirklich krass ins Holz reinangeln. Ich musste strategisch und taktisch vorgehen, um auf Fisch zu kommen. Und das ist es, was bei mir halt irgendwie den Thrill ausmacht. Völlig egal, ob es jetzt ein kommerzielles, ein privates oder ein öffentliches Gewässer ist oder was auch immer. Es geht darum, dass man das Angeln genießt, daran Spaß hat. Und Spaß hatte ich dort mal so richtig.
Worüber ich sehr, sehr froh bin, ist, dass ich es geschafft habe, alle Routen ans Laufen zu bringen. Das ist immer so eine Sache, auf die ich richtig Bock habe, wenn ich auf Tour bin, gerade in Frankreich, dass ich so nach und nach die Routen alle ans Laufen bringe und auf allen auch mit einem Fisch rechnen kann. Der Plan ist also aufgegangen, tatsächlich auf den letzten Drücker. Und was ich auch sehr, sehr cool finde, ist die Erfahrung, mal mit Fake Food Fische gefangen zu haben und dann auch direkt so eine Mega-Granate. Letztlich hatte ich jetzt 3 Fische auf Fake Food, auf komplett reines Fake Food. Und das ist natürlich taktisch eine ganz andere Nummer jetzt wieder für mich, weil ich meine, ich weiß, wie effektiv Dosenmais ist als Köder. Ich habe einen lieben, süßen Mais aus der Dose. Und in der Vergangenheit habe ich oft Dosenmais eingesetzt, aber eher mit anderen Ködern kombiniert. Also ein Fake Food, ein gelbes zum Beispiel, als Topper auf einem kleinen Warf, dann einem kleinen Boilie oder sonst was. Aber ich glaube, der Effekt ist noch ein anderer, wenn man wirklich mit Mais angelt. Und was ich jetzt mal ausprobieren möchte, ist, Dosenmais mit Fake Food zu kombinieren oder halt eben, wie jetzt bei dieser Session auch, einfach 2 Körner, Slow Sinking, Fake Food über Dosenmais anzubieten. Geile Taktik. Jo, es ist gerade, ach du Scheiße, 2 Grad draußen, es ist Schneeregen, es ist absolut siffig. Es ist nach wie vor Anfang April und ich kann sagen, ich hatte einen unglaublich geilen Saisonstart und ich freue mich mega auf das, was da noch kommen wird. Und eins steht schon mal fest, die Kamera und somit auch ihr werdet immer mit dabei sein. Also, bis zum nächsten Mal. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen und lasst mir doch bitte mal ein Abo da. Ich freue mich auch sehr darüber, wenn ihr mir mal einen Kommentar hier reinhaut, was ihr gerne sehen möchtet, was euch interessieren würde, mir ein Feedback gibt auf dieses Video und die anderen. Und ja, nochmal einen schönen Dank, dass ihr dabei seid. Auf bald!